heißt, die große Frage ist, was ist da drin? Pur hat es mich nicht überzeugt, tatsächlich, aber hier drin. Ich finde die Idee tatsächlich ganz gut. Ich probiere einfach nochmal. This is not rum. Aber was ist es dann? Habe ich mich gefragt, als ich dieses Produkt das erste Mal im Supermarkt gesehen habe. Und zwar heißt die Firma Andan, kommt aus Hamburg und stellt alkoholfreie Spirituosen her. Ich habe zu dem Thema schon mal ein Video gemacht, und zwar mit dem Italian Style Aperitif, auch von dieser Marke, auch von Andan. Video dazu könnt ihr hier oben einmal klicken und euch anschauen. Damit es nicht zu Interessenkonflikten kommt, nochmal die Info, hierfür habe ich selber bezahlt. Deswegen nicht gesponsert, ganz ehrlich, so wie ich halt bin, ne? Was soll das sein? Steht drauf, it's not a rum. Es ist ein, was sagen sie, Sugarcane Type. Demnach gehe ich davon aus, dass es einen Rum imitieren soll. Was ist wiederum ein Rum? Die meisten Rumsorten sind auf der Basis von Zuckerrohrmelasse. Melasse ist wiederum ein Abfallprodukt der Zuckerherstellung. Zuckerrohr wird gepresst, der Saft wird dann eingekocht, der Zucker kristallisiert aus, wird rausgelöst. Das ist dann das, was wir als Rohrzucker kaufen können. Und das, was übrig bleibt, ist so ein ganz zähflüssiger, dicker Sirup, die Melasse. Die wird dann fermentiert, dadurch entsteht der Alkohol und das Ganze wird dann im Anschluss destilliert. Und dann habe ich meinen Rum. Der wird dann wiederum, je nach Rumsorte, es gibt ungelagerte, es gibt gelagerte. Die gelagerten werden dann in ein Fass gepackt, reifen dort dann Monate, Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer. Und was ich dann als Ergebnis bekomme, ist eine Spirituose, die ja, von den Aromen her eher ins Süßliche geht. Ich habe so schokoladige Noten, was ganz typisch für einen Rum ist, Vanillenoten, das kommt eher so vom Fass. Ich habe aber auch Noten wie Banane, tropische Früchte etc. pp. Also schauen wir mal, ob wir das in diesem Produkt wiederfinden. Eine der geschmacklich wichtigsten Zutaten bei einer Spirituose ist der Alkohol. Das ist wie das Fett in einer Speise. Alkohol ist einfach ein Geschmacksträger und macht den Charakter einer Spirituose aus. Demnach ist es relativ schwierig, dieses Geschmackserlebnis alkoholfrei zu reproduzieren. Das heißt, die große Frage ist, was ist da drin? Hinten auf dem Etikett steht, ich lese mal ganz kurz vor, Wasser, Rohrzucker, Aroma, Karamellsirup. Karamellsirup ist übrigens auch in vielen Rumsorten drin, einfach um die Farbe ein bisschen zu intensivieren. Säurungsmittel, Zitronensäure, Konservierungsstoff, Potassiumsorbat, Stabilisator, Carboxymethylcellulose, was auch immer das ist, Destillat mit Rohrzuckergeschmack. Und das ist tatsächlich, der letzte Punkt ist aus meiner Sicht mit der interessanteste, Destillat mit Rohrzuckergeschmack. Ich habe keinen Einblick in die Zubereitung dieses Produktes, da wird in aller Regel auch ein ziemliches Geheimnis drum gemacht. Nichtsdestotrotz sagt diese letzte Zutat, Destillat mit Rohrzuckergeschmack, aus, dass mit einem Destillat als Basis gearbeitet wurde. Sagt auch der Hersteller, also die verwenden quasi einen Rum und destillieren den Rum aus dem Alkohol nochmal raus, um dann die restlichen Stoffe, die dann quasi alkoholfrei zurückbleiben, als Geschmackszutat für dieses Produkt zu nehmen. Easy as that. Da es die letzte Zutat ist, gehe ich mal davon aus, dass davon auch am wenigsten drin ist, aber vielleicht reicht es ja aus, um tatsächlich ein Gefühl von Rum ja, zu vermitteln. Das Produkt kostet ungefähr 20 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Kostet demnach genauso viel wie eine reguläre Spirituose. Kann jetzt nicht beurteilen, ob das gerechtfertigt ist, da ich den genauen Produktionsprozess nicht kenne, den werden sie auch nicht verraten. Ja, ist halt die Frage, ist man bereit, so viel Geld dafür auszugeben? Ich habe es, wie gesagt, getan und jetzt schauen wir mal, was das Ding so kann und gehen einfach in die Bewertung. Fangen wir an mit dem ersten Eindruck. Wenn man sich die Flasche so anschaut, kommen sie im Großen und Ganzen recht hochwertig rum. Die hat ein schönes Gewicht tatsächlich, liegt sehr gut in der Hand. Zum Arbeiten als Bartender weniger geeignet, weil hier so der Griff fehlt am Flaschenhals. So kurze Flaschenhälse sind immer schwierig als Bartender. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch für den Hausgebrauch interessant. Ich habe hier einen schönen Holzdeckel, also kein Plastikdeckel. Das Etikett ist geprägt, also hat auch eine schöne Haptik an und für sich. Die Farbe erinnert tatsächlich an einen Rum, so ein bräunliches Gelb so ein bisschen. Was mir jetzt auffällt ist, dass hier Schwebstoffe drin sind, also sind so kleine Brösel in der Flüssigkeit. Hier steht jetzt kein Hinweis, dass eine natürliche Trübung entstehen kann. Von dem her hoffe ich mal, ja, dass das normal ist. Gehe ich jetzt aber einfach mal von aus. Ansonsten, wie gesagt, ansprechendes Design. Label ist halt Geschmackssache. Der eine mag es, der andere nicht. Wie dem auch sei.
Alle Informationen werden gegeben auf dem Label. Ich weiß also, was mich erwartet. Ich habe Alkohol-Free, also kein Alkohol drin. Es ist kein Rum. Sugarcane-Type. Okay, da muss man quasi die Kenntnis haben, dass Rum aus Zuckerrohr ist, um damit was anfangen zu können. Im Großen und Ganzen gelungen. Dann machen wir uns mal in die Verkostung. Schau mal, was da so geht. Ey, fizzle ich das hier mal auf. Ei. Autsch. Kennt ihr das, wenn sich so ein Plastik-Schnibbelchen von so einem Verschluss so richtig schön unter den Fingernagel bohrt? Läuft bei mir. So, Plastik weg. Räume ich nachher auf. Dann schrauben wir das mal auf. Mir fehlt so ein bisschen das Plop. Ich finde das immer das geilste Geräusch, wenn du so eine Flasche aufmachst. Das machst du richtig schön. Super. Habe ich hier natürlich nicht. Schraubverschluss, wie dem auch sei, daran soll es nicht scheitern. Das ist aber auch schön. Dieses Gluck, Gluck, Gluck. Wenigstens habe ich das. Ja, was soll's. Das Ganze ist im Glas. Wie gesagt, von der Farbe her erinnert es definitiv an einen gereiften, jüngeren Rum. Also ist nicht super dunkel, aber ja, wie gesagt, so ein bräunliches Gelb. Habe leider kein weißes Shirt an, aber nichtsdestotrotz, ja, erinnert optisch zumindest mal an Rum. Puh. Also vom Aroma her, dieses leicht bissige von einem High-Ester Rum, was typisch ist für jamaikanische Rums. Ester sind geschmacksgebende alkoholische Verbindungen. Es erinnert manchmal so ein bisschen an verbranntes Gummi, bisschen bissig, so eine leichte Klebstoffnote. Auch das wieder typisch für High-Ester Rums. Wie gesagt, der eine mag es, der andere nicht. Ich finde es ganz geil, gerade zu mixen. Kommen so ein bisschen tropische Früchte mit. Ich finde es fast so ein bisschen apfelig. Ein Hauch Banane ist auch mit drin. Also eher frischere Noten und wie gesagt, erinnert wirklich tatsächlich an so ein jamaikanisches Brett von Rum. Dann probieren wir das Ganze mal. Okay. Vom Geschmack her bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt. Tatsächlich. Ich probiere einfach nochmal. Wenn ich was verkoste, dann mache ich das immer so grob in 3 Schritten. Jeder macht das natürlich anders, aber ich schaue im Endeffekt, was merke ich in der ersten Sekunde, wo die Flüssigkeit in meinen Mund kommt. Was merke ich so nach 2 Sekunden, 3 Sekunden und was merke ich, nachdem ich runtergeschluckt habe. Also ich unterteile das quasi so in 3 Schritte mehr oder weniger. Im ersten Schritt, wie gesagt, relativ wässrigen Eindruck. Da fehlt einfach so das Volumen eines alkoholischen Getränkes. Aber wie gesagt, das ist zu erwarten beim nicht-alkoholischen Getränk. Ich habe eine Fruchtigkeit, eine Frische in der ersten Sekunde. Dann im zweiten Schritt ist relativ flach, relativ schnell weg tatsächlich von der Aromatik. Und interessanterweise habe ich im dritten Schritt auch so eine gewisse Schärfe mit drin. Also ich habe keine Ahnung, wo die Schärfe herkommt, aber ja, gut. Nichtsdestotrotz bleibt der Geschmack hinter den Erwartungen zurück, was das Aroma angeht. Also das Aroma ist wesentlich interessanter und intensiver als der Geschmack an sich. Aber gut, es erinnert zumindest an einen Rum, ja, oder an ein Zuckerrohrdestillat. Ist ja kein Rum, steht drauf, ja. Trinkt man das jetzt pur? Na. Kann man damit mixen? Das kann ich mir schon eher vorstellen. Ich denke, klassischerweise ist es gedacht für so Longdrinks wie Dark and Stormy oder Rum and Ginger, solche Geschichten. Aber so Sachen wie ein Daiquiri oder ein Mojito würden natürlich auch gehen. Wenn ihr wissen wollt, wie man einen Mojito mixt, hier oben habe ich ein Video dazu gemacht. Könnt ihr euch anschauen. Gönnt euch. Ich werde jetzt trotzdem mal einen Drink damit mixen, und zwar einen Ricky. Ricky ist eine Getränkekategorie, geht im Endeffekt auch für jede Spirituose, bestehend aus einer Spirituose, der Saft einer halben Limette oder weniger, Sodawasser, bei Bedarf noch ein bisschen Zucker, that's it. Also ein super geradliniger Drink. Im Grunde genommen ist ein Wodka-Soda mit einem Schnitz Limette ein Ricky, wenn man so möchte. Ich habe da mal was vorbereitet. Ein Glas, etwas Zucker, Sprudel, Limette-Messer und Eis. Dann legen wir los. Erstmal das Eis rein. Wunderbar. Dann kommt natürlich nichts weg. Etwas undone Rum, beziehungsweise not a Rum. Ein bisschen mehr. Ja, haben es ja. Ricky. Etwas Limette, eine Viertel Limette, also 2/8. Oh, schön, wie es überall rumspritzt. Jetzt Soda. Ein Traum.
Im Ricky muss nicht zwingenderweise Zucker rein, es kann Zucker reingemacht werden. Wenn, nur ein bisschen. Also ein Ricky ist tendenziell eher ein säuerliches Getränk. Lassen wir es jetzt erstmal so und probieren erstmal so. Ich bin gespannt. Also in der Nase, gleiches Ergebnis wie in der Purverkostung. Ester, jamaikanischer Rum, kräftig. Ja, probieren wir mal. Interessant. Im Cocktail hat man mehr den Eindruck von Rum tatsächlich. Also Cocktail ist ja jetzt ein Longdrink. Aber auch hier wieder volles Jamaika-Brett. Also wirklich dieser jamaikanische Rum, dieser Ester, ich wiederhole mich, ich weiß. Also ich bin jetzt tatsächlich überrascht, dass der im Longdrink präsenter ist oder interessanter zu trinken ist, wie in der Purverkostung. Also pur hat es mich nicht überzeugt, tatsächlich, aber hier drin tatsächlich sogar recht intensiv, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Was im Umkehrschluss heißt, dass das tendenziell auch mit einer Cola als Cuba Libre oder mit einem Ginger Ale, dass das damit auch funktionieren kann. Allerdings die Fruchtigkeit kommt jetzt nicht mehr so durch. Also ich habe klar die Fruchtigkeit von der Limette, dieses Zitrus, aber hier als Longdrink ist es tatsächlich eher so ein Jamaika-Brett. Also wer keine jamaikanischen Rums mag, geschmacklich, wer diese Ester-Aromen nicht mag, dieses so ein bisschen an Gummi und Klebstoff erinnernde, was wie gesagt normal ist für so einen Rum und auch lecker sein kann, wenn es richtig eingesetzt wird, der wird mit diesem Produkt nicht glücklich. Jo, Fazit. Was lässt sich darüber sagen? Ich meine, bei einer alkoholfreien Spirituose drängt sich natürlich immer der Gedanke auf, braucht man sowas? Ich finde die Idee tatsächlich ganz gut, gerade hinsichtlich dessen, dass Low ABV, also Niedrigalkohol-Cocktails und alkoholfreie Cocktails immer trendiger werden, weil immer mehr Leute so ein bisschen auf die Ernährung und die Gesundheit achten und eben weniger Alkohol trinken wollen. Finde ich es eine schöne Alternative, eine schöne Spielerei. Ob man bereit ist, dafür das gleiche Geld auszugeben wie eine tatsächliche Spirituose mit Alkohol, ist eben die Frage. Ich finde es mega interessant. Mich würde interessieren, was haltet ihr davon? Wärt ihr bereit, den Preis zu zahlen? Wie gesagt, 20 Euro pro Flasche sind wir bei einem normalen Rum auch. Was haltet ihr grundsätzlich von der Idee? Habe ich irgendwas ausgelassen? Also auch eine Frage, die ich mir als Gastgeber stelle und als Bartender mit einem sehr unterschiedlichen Publikum. Ist sowas halal? Also darf man als gläubiger Moslem sowas auch trinken? Wisst ihr es? Ich weiß es nicht. Falls ihr da mehr Informationen habt, lasst es mich gerne wissen. Würde mich wirklich brennend interessieren, gerade aus dem Hintergrund auch oft Gäste aus dem arabischen Raum zu bedienen. Und ja, geschmacklich habe ich, glaube ich, genug zu gesagt. Vom Aroma her auch. Demnach bleibt es euch überlassen, ob ihr sowas besorgt oder mal bestellt in der Bar. Ich finde es interessant. Es ist ganz cool, wenn man jamaikanische Rums mag. Ansonsten eher nicht. Und ja. Das war's von meiner Seite. Ciao. Das war's, meine Lieben. Video ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder kommentiert oder liked. Einfach ein bisschen teilhabt an der ganzen Geschichte. Dann weiß ich, dass ich das nicht nur für mich mache. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Bis dahin. Nee, doch. Egal. Hobby euch. Mei, das gute Geld. Erstmal Pfoten desinfizieren. Rums, Rumse, Rums, Mehrzahl von Rums. Dann eben am Ende des Tages habe, ist. Ha, am Ende des Tages, da war's wieder. Boah, das ist immer so eine Geschichte, gell? Hier hinten reinzukommen. Oh, das. Gut, das schneiden wir raus.